Der Ritter, der den geheimen Mund der Frauen zum Reden brachte. Ein Märchlein aus Frankreich. Gelesen und vielleicht ein wenig kommentiert von Tandaniel, dem Geschichtenweber. Wie man es auch betrachtet, war er nur ein armer Ritter. Sicherlich, er war stark, schön und hatte kräftiges Haar. Doch er besaß weder Felder noch Weinberge. Und wer jetzt denkt, Moment, das habe ich auch nicht. Er allerdings hatte nicht einmal mehr eine Bleibe. Er war einige Zeit Söldner gewesen und hatte an vielen Wettkämpfen im Lanzenstechen teilgenommen. Doch im Laufe der Jahre fanden die Kriege unter anderen Himmeln statt und die einträglichen Turniere wurden immer weniger. Unser Mann nagte also am Hungertuch. Es blieb ihm nichts mehr. Weder ein Mantel für den Winter, noch ein zweites Paar Stiefel. Um den Gasthof zu bezahlen, in dem sein Pferd untergestellt war, musste er sogar seine Rüstung veräußern, die vor ihm sein Vater und seine Ahnen getragen hatten. Natürlich war sie eigentlich weitaus mehr wert als der Gasthof selbst. Aber so lief es im Leben nun einmal. Nun hörte er eines Tages von einem Fest in der Touraine, zu dem Männer wie er eingeladen wurden. Männer, die mit Säbel und Keulen umgehen konnten. Es gab dort Pokale aus massivem Gold, silberne Suppenterrinen und Bronzeteller zu gewinnen. Sogleich beschloss er, sich auf den Weg zu machen. Mit seinem Knappen, ach ja, er hatte auch noch einen Knappen, einen drolligen Burschen mit spitzer Nase, der Rote Amsel genannt wurde, brach er zu den Ufern der Loire auf. Dieser lustige Vogel ritt unermüdlich vom frühen Morgen an auf seinem munteren Maultier und war so seinem Herrn weit voraus. Plötzlich vernahm er im dichten Wald, den er im Trab durchquerte, das Gekreisch von Mädchenstimmen. Er blieb stehen, hob die Nase in den Wind und drang mit seinem Tier in das Gebüsch vor. Dort stieß er auf einen Wasserfall, in dem drei nackte Frauen badeten. Sie tollten im Wasser herum, bespritzten sich lachend und ließen ihre tropfnassen Körper von der Sonne wärmen. Ihre Kleider lagen am Ufer im Gras. Rote Amsel konnte den Blick nicht von ihnen wenden. Nicht, dass er es auch nur im Ansatz versucht hätte, aber er war sich ziemlich sicher, hätte er es versucht, er wäre gnadenlos gescheitert. Gewiss, von seinem Naturell her war er ein Draufgänger. Doch wenn er Gold klingeln hörte, dann wurde er noch um einiges kühner. Die Kleider waren verziert und bestickt, als ob sie ein Schneider für eine Königin aus dem Morgenland angefertigt hätte. Ihr dachtet, ich hätte davon gesprochen, dass er seinen Blick nicht von den nackten Schönheiten abwenden konnte, oder? Das sagt mehr über euch aus als über Rote Amsel. Ich nehme sie mit und ich verkaufe sie, beschloss der Gauner im Nu. Dann haben wir wieder genug, um eine neue Rüstung und einen neuen Helm mit Federbusch zu kaufen. Er ließ sich von seinem Maultier gleiten und huscht gedeckt zur feuchten Böschung. Er kümmerte sich nicht weiter um die überrascht kreischenden Frauenzimmer, sondern packte flink wie ein Jagdhund die Kleider, Gürtel und Schuhe mit Silberschnallen und ließ alles mitgehen. Dann stieg er hurtig auf sein Tier und galoppierte jauchzend zum Ausgang des Waldes. Im selben Augenblick erreichte sein Herr den Waldrand. Er hörte Frauenstimmen um Hilfe rufen und jammern, sie seien bestohlen worden. Sofort stieg ihm seine Ritterlichkeit zu Kopf.
Er gab seinem Pferd die Sporen und eilte ihnen zu Hilfe. Die beraubten Frauenzimmer berichteten ihm unter Tränen von dem Überfall des Räubers. Dabei bedeckten sie nicht ganz vollständig mit den Händen ihre Brüste und ihre Scham. Der Ritter ahnte sofort, dass ein Knappe dahinter steckte. »Hört auf zu schluchzen! Bedeckt euch mit Blättern und wartet hier auf mich!« befahl er ihnen und heftete dabei seinen Blick auf die für ihn interessantesten Stellen der entblößten Leiber. »Ich komme bald wieder.« Er holte seinen Knappen ein, der ein gefühlvolles Lied vor sich hin summte. »Du Nichtsnutz! Pirat! Strolch! Schande über dich!« beschimpfte ihn sein Herr. »Na komm, gib mir die Schuhe und die Kleider und Gott wird dir vergeben.« »Habt ihr getrunken, Herr?« fragte ihn der Liederjan. »Wisst ihr denn nicht, was diese zarten Tücher wert sind? Und ihr wollt sie allen Ernstes zurückgeben? Dann dürft euch auch nicht wundern, wenn ihr keinen Pfennig mehr besitzt. Ihr werdet noch als Bettler enden, mein Herr.« Der Ritter aber warf sich die Kleider über die Schultern und kehrte zum Wasserfall zurück. Dort wurde er wie ein Held empfangen, der einen siebenköpfigen Drachen besiegt hat. Eine der Jungfrauen, zumindest gehe ich davon aus, dass sie eine war, küsste seine Knie. Warum auch immer sie dies tat. »Wir sind Feen«, sagte sie. »Nimm als Belohnung dieses Geschenk. Wohin du auch gehst, mein Freund, du wirst überall mit offenen Armen empfangen werden. Dein Charme wird dir selbst die bestverschlossensten Türen öffnen. Jede Behausung wird dein sein.« Die zweite küsste ihm die rechte Hand. »Ich preise deine Güte und mache dir folgendes Geschenk. Wenn du wissen willst, was eine Frau gewöhnlich Männern verschweigt, befrage den geheimen Mund zwischen ihren Schenkeln. Dieser Mund, der nie gelogen hat, wird dir sogleich sagen, was du erfahren möchtest.« Die dritte küsste seine linke Hand. »Es könnte passieren«, sagte sie zu ihm mit Schalk im Blick, »dass das Liebeswerkzeug der Frau verhindert ist. Wenn es schweigt, dann spricht ihr Hinterteil zu dir. Diese, sagen wir, bescheidene Macht verleihe ich dir.« Diese wenig christlichen Reden verblüfften den Retter der Damen in höchstem Maße. Er wusste nicht, was er antworten sollte. Also machte er das, was Männer in solchen Situationen machen. Er stammelte ein paar hilflose Dankesworte und setzte gedankenverloren seinen Weg fort. Als er seinen zerknirschten Knappen einholte, sah er einen Priester auf seiner grauen Stute daherkommen. Der Ritter grüßte ihn. Der Schwarzrock blieb stehen und verhielt sich wie ein alter Kreuzfahrer, der einen verlorenen Bruder wiedergefunden hat. Er stellte ihm seinen Geldbeutel und sein Haus für 4 oder 5 Nächte zur Verfügung. Kurzum, in kürzester Zeit machte ihm solch großherzige Angebote, dass Rote Amsel verblüfft bemerkte: »Ist er verrückt oder macht er sich über euch lustig?« »Diese Damen waren doch tatsächlich Feen«, murmelte der Ritter vor sich hin. »Und ich dachte, sie spielen mir nur einen bösen und ziemlich abstrusen Streich.« Zu dem Knappen, der Mund und Ohren aufsperrte, sagte er: »Ach, du kannst das nicht verstehen. Ich scheine mithin sowohl glücksbringende als auch nützliche Fähigkeiten zu besitzen. Mehr aber sag ich nicht, Rote Amsel.« »Hey, ich möchte mehr darüber erfahren.« Sie ließen den Priester zurück, der immer wieder versicherte, wie sehr er seinen neuen Bruder liebte, und setzten ihren Weg bis zum Einbruch der Nacht fort. Als der Mond aufging, entdeckten sie am Rande einer Wiese ein prächtiges Schloss. Sie stiegen vom Pferd und klopften an das Tor. Wer öffnete ihnen? Der Schlossherr und die Schlossbewohner, seine Frau, Freunde und Knappen, Großväter und Vettern.
Hätten Gott Vater persönlich und Petrus vor der Tür gestanden, sie hätte nicht herzlicher empfangen werden können. Sie wurden zum hohen Saal geleitet. Man schürte das Feuer, schenkte ihnen zu trinken ein, breitete Leinentücher aus und deckte den Tisch. Dann servierte man ihnen Braten und seltene Köstlichkeiten und führte anschließend jeden in ein Gemach, das mit Feldblumen und weichen Teppichen geschmückt war. Als sie es sich gemütlich gemacht hatten, nahm die Gemahlin des Schlossherrn ihre Zofe beiseite und flüsterte ihr zu: Erweise unserem schönen Gast heute Nacht die Ehre. Ich möchte, dass er sich hier wie zu Hause fühlt. Leg dich neben ihn und tue, was immer ihm beliebt. Und ich meine es so, was immer ihm beliebt. Nachdem alle ihre privaten Gemächer aufgesucht hatten, sah der ermattete Ritter erstaunt das nackte Mädchen vor seinem Bett stehen. Was willst du, mein Fräulein? Herr, ihr gefällt mir. Na dann, so komm. Ich will dich küssen. Kein Dialog, welcher in die Annalen der Poesie eingehen wird, aber für den Moment und die beiden reichte es aus. Er streichelte ihre Brüste, liebkoste ihren Leib. Schließlich wagte er es, einen Finger in den sonst so schüchternen Spalt zu schieben. Du geheime zarte Öffnung, ich habe Zweifel. Sag, was tust du hier? Die Schlossherrin möchte euch gefällig sein. Sie verlangt von mir, dass ich euch befriedige. Oder es zumindest versuche, so gut ich kann. Da bin ich also, mein Herr. Als die Stimme aus der Liebeshöhle kristallklar erklang, entfuhr dem oberen Mund ein lauter Schrei. Das erschreckte Mädchen griff nach ihrem Hemd und rannte davon, als wären tausende Dämonen hinter ihr her. Die Gattin des Schlossherren hörte, wie sie durch den dunklen Gang lief. Kurzerhand öffnete sie die Türe und packte sie am Arm. Wohin rennst du, du kleine Hexe? Oh, gnädige Frau, oh mein Gott! So schlecht oder so gut? Zeigte er dir Dinge, die du noch nicht kanntest? Spielte er mit dir auf unbekannte Weisen? Oder war das, was du unter seiner Kleidung sahst, das, was jedem er den Angstschweiß von der Stirn triefen lässt? Frug die hohe Dame neugierig. Die Magd erzählte ihr ausführlich die aufwühlende Begebenheit. Die Herrin lauschte mit weit aufgerissenen Augen, ließ sich alles ein zweites Mal erzählen. Dann meinte sie, dass dies unmöglich sei, entkleidete das Mädchen und begutachtete minutiös den angeblich ach so gesprächigen Mund. Er öffnete sich zwar mühelos und bereitwillig, glitzerte ihr erwartungsvoll entgegen, doch blieb er stumm, wie sie es erwartete, selbst wenn sie ihn noch so zungenfertig befragte. Also entschloss sie sich, den nächsten Morgen abzuwarten, um das Geheimnis ans Licht zu bringen. Am anderen Morgen, nach der Messe, als alle sich an den eingelegten Früchten, den gebutterten Fladen, an Wein und Tee gütlich taten, entschuldigte sich die Dame, verschwand einen Augenblick in ihren Gemächern, stopfte sich Watte in die gekräuselte Spalte und kehrte zum Tisch zurück. Zwar glaubte sie dem Zimmermädchen kein Stück, aber dennoch war sie nun einmal eine sehr, sehr vorsichtige Frau. Wie es scheint, liebe Freunde, kann unser Ritter hier den unteren Mund der Damen nach Belieben zum Reden bringen. Ich glaube aber, er prahlt nur damit. Meiner jedenfalls bliebe bestimmt stumm, wenn er ihn zum Sprechen auffordere. Alle am Tisch waren erstaunt. Und ich meine über absolut jede Aussage, die gerade in den Raum gestellt wurde. Keiner von ihnen hatte je so etwas mitbekommen und alle waren sich sicher, der Gast hatte mit so etwas noch nie geprahlt. Woher kam also diese Information? Zudem, mit feuchten Mündern sprechen ist ja so eine Sache. Von so etwas hörte man.
aber sie zum Sprechen bringen. Wirklich sprechen. Wirklich sprechen? Oder war es eher ein Trick, wie bei einer Bauchrednerpuppe? Wenn ja, was machte dann, und vor allem wo, die Hände des kecken Recken? Zuletzt hatte da die Schlossherrin gerade den Neuankömmling indirekt gebeten, sie entblößt und offen zu befragen? War dies vielleicht einfach der dreiste Scherz, den Jüngling zu einem Schäferstündchen einzuladen? Und das dann auch noch unter Zeugen? Madame, sagte der Ritter, wenn ihr mir erlaubt, mich an ihn zu wenden, wird euch seine Zungenfertigkeit bestimmt in Erstaunen versetzen. Seine oder die ihre? Frug sie mit einem leichten Glänzen in den Augen. Er lächelte, beinahe unschuldig zurück. Nein, nein, ich meine tatsächlich den euren und seinen Willen, zu mir zu reden. Wenn er auch nur ein Wort äußert, versprach ihm die Dame, gebe ich euch 50 Goldstücke. Und wenn er keines von sich gibt, Madame, verpflichte ich mich, dieses Schloss ohne Stiefel und Pferd zu verlassen. Er bückte sich freundlich zu ihr herunter, hob den Rock ein wenig an, lächelte zur Frau herauf und schob ihn darauf ein deutliches Stück höher, packte die Dame kurzerhand und hob sie, ein wenig offener als sie vielleicht geplant hatte, auf den Tisch. Dreist griff er ihre Schenkel und öffnete sie leicht. Ihr wollt doch bestimmt, dass alle hören können, was euer geheimer Garten zu sagen hat. Nicht wahr, Madame? Ohne eine Antwort abzuwarten, spreizte er sie weiter. Und die Schamesröte schlug der jungen Frau mit aller Härte ins Gesicht. Und dennoch kroch ein ganz gewisses Kribbeln durch ihr Rückgrat nach oben, als sie die zahlreichen Blicke spürte, die auf ihrem Körper trafen. Einige Erschrockene, einige Schüchterne und so manche beinahe obzön neugierig und forschend. Hätte sie keine Vorkehrungen getroffen, hätte ihr roter Erdbeermund jetzt bereits durchaus gesprochen, wenn auch nicht mit Worten, aber mit trügerischen und eindeutigen Zeichen. Und alleine dieser Gedanke sorgte dafür, dass genau dieses noch verräterischer wurde. Unsicher, hilflos und selbstverschuldet ausgeliefert, versuchte sie sich ein wenig zu drehen und kämpfte gegen viele verwirrende Gefühle an. Doch der Ritter hielt sie zärtlich und dennoch erbarmungslos fest an Ort und Stelle, führte seinen Kopf nach unten und ein leichtes Stöhnen entfuhr ihr, als ein heißer Atem ihre Innenschenkel traf. Süße, begehrenswerte Liebesquelle, flüsterte er honigsüß, du kannst es entscheiden. Werde ich Pech oder Glück haben? Das arme, verstopfte Ding ließ mühsam ein Knurren, ein vages Stöhnen und einen Seufzer vernehmen. Aber sonst nichts. Kein zufriedenstellender Satz, kein erkennbares Wort, ja, nicht einmal mehr eine akzeptabel formulierte Silbe entfleuchte der Grotte. Herr, murmelte Rote Amsel, welcher, wie der Rest der Anwesenden, lustig, gespannt und vielleicht ein wenig zu enthusiastisch dem Geschehen zuschaute, die Lage ist ernst. Sollen wir lieber nicht von hier verschwinden, bevor es zu spät ist? Kurzerhand griff der Ritter die Dame an der Hüfte und drehte sie herum, drückte ihren Kopf nach unten und hob die stattlichen Rundungen nach oben. Als er den Stoffvorhang ihres Kleides über das Becken streifte, konnten sich einige der Zuschauer ein leichtes »Oh« und »Ah« nicht verkneifen, während der Schlossherr verwirrt, belustigt und erzürnt überlegte, was er mit diesem vorwitzigen Ritterlein nach dem Mahle so alles anfangen wird. O göttlicher Po, fuhr der Ritter fort, und wenn ich ehrlich bin, in dem Fall hatte er durchaus recht. Sag an,
Was hindert deine Nachbarin, das Wort zu ergreifen? Man hat ihr den Mund vollgestopft, kam direkt die Antwort. Allerdings nicht auf die schöne und angenehme Weise. Man stopfte sie mit Watte voll. Alle Gäste lärmten durcheinander. Die Stimme redete Französisch. Sie sprach deutlich, frei heraus und ohne erkennbaren Akzent und schien keine Mühe zu haben, sich aus ihrer Tiefe verständlich zu machen. Die Dame presste ihr Gesicht noch fester an den Tisch und gestand mit noch röteren Wangen den Betrug ein. Lassen wir es damit bewenden, sagte sie. Besucht uns, wann immer es euch gefällt. 50 Goldstücke wanderten aus ihrer Geldbörse in die ausgestreckten Hände der roten Amsel. Von nun an führte der Ritter ein gemächliches Leben. Wozu sollte er sich beeilen, wenn ihm alles zufiel? Freunde, Frauen, Geld und die Langmut des Himmels. Als er alt geworden war, wandte er sich an Gott und fragte, ist das alles? Gott antwortete ihm, ja. Da murmelte er, danke, und starb im selben Augenblick. Wenn er im Paradies weilt, soll er mir einen Platz vorwärmen und manchmal für diejenigen beten, denen im Laufe ihres Lebens keine entkleideten Feen begegnet sind. Zudem, wenn Gott ihm antwortete, was war dann eigentlich Gott? Doch gewisse Geheimnisse werde nicht einmal mehr ich hier verraten.